Kapitel 11. Arthas trieb seine Leute zu sehr an, und er wusste es. Doch die Zeit war zu wertvoll, um sie zu vergeuden. Er spürte ein leichtes Schuldgefühl, als er sah, wie Jaina ohne zu rasten auf Trockenfleisch kaute. Ihn hatte das Licht während des Kampfes erfrischt, doch Magier bezogen ihre Energie aus einer anderen Quelle. Er wusste, dass Jaina nach den überragenden Erfolgen der letzten Tage erschöpft sein musste. Aber sie hatten keine Zeit zum Pausieren. Nicht, wenn tausende Leben davon abhingen. Seine Aufgabe war gewesen, herauszufinden, was vor sich ging, und es zu beenden. Das Rätsel schien sich zu lösen, doch er bezweifelte, dass er die Seuche aufhalten konnte. Nichts war so einfach, wie es zunächst gewirkt hatte. Doch Arthas würde nicht aufgeben. Konnte nicht aufgeben. Er hatte geschworen, alles Notwendige zu tun, um die Seuche zu beenden. Er würde sein Volk retten. Sie sahen und rochen den Rauch, lange bevor sie die Tore von Andorhal erreichten. Arthas hoffte, dass wenn schon die Stadt niedergebrannt zu sein schien, bei der Gelegenheit wenigstens auch das Korn vernichtet worden war. Doch dann wurde ihm die Rohheit dieses Gedankens bewusst. Er verdrängte ihn, trieb sein Pferd an und ritt durch die Tore. Dabei erwartete er jeden Augenblick angegriffen zu werden. Um sie herum brannten die Gebäude. Dicker, schwarzer Qualm stieg ihnen in die Augen. Manche von ihnen mussten husten. Durch tränende Augen blickte er sich um. Hier waren keine Bewohner, aber auch keine Untoten. Was war? Ich glaube, ihr seid hier, weil ihr nach meinen Kindern sehen wolltet, sagte eine sanfte Stimme. Wind kam auf und trieb den Rauch davon. Arthas konnte jetzt die Gestalt in dem schwarzen Gewand erkennen, die nicht weit entfernt vor ihm stand. Er spannte sich an. Das war also der Anführer. Der Nekromant lächelte. Sein Gesicht war gerade noch unter der Kapuze erkennbar. Das Lächeln des Magiers schien Arthas das Gesicht zu versengen. Neben ihm standen zwei seiner untoten Diener. Ihr habt mich gefunden. Ich bin Kel Thuzad. Jaina keuchte, als sie den Namen hörte, und hielt sich die Hand vor den Mund. Arthas warf ihr einen schnellen Blick zu, dann richtete er wieder seine volle Aufmerksamkeit auf den Sprecher und fasste seinen Hammer dabei fest. »Ich bin hier, um euch eine Warnung zu überbringen«, sagte der Nekromant. »Verschwindet von hier. Eure Neugier wird euer Tod sein.« »Ich wusste doch, dass mir diese verderbte Magie bekannt vorkommt.« Das war Jaina. Ihre Stimme bebte vor Empörung. »Genau für diese Art von Experimenten seid ihr in Ungnade gefallen, Kel Thuzad. Wir haben euch gesagt, dass dieser Weg direkt ins Unglück führt. Und ihr habt nichts daraus gelernt.« »Lady Jaina Prachtmeer«, säuselte Kel Thuzad. »Offensichtlich ist Antoni, das kleine Schülerin, erwachsen geworden. Und natürlich gilt genau das Gegenteil, meine Liebe. Wie ihr sehen könnt, habe ich einiges dazu gelernt. Ich habe die Ratten gesehen, mit denen ihr experimentiert habt«, schrie Jaina. »Das war schon schlimm genug. Doch das hier. Ich habe meine Forschungen vorangetrieben und sie perfektioniert«, hielt Kel Thuzad dagegen. »Seid ihr verantwortlich für diese Seuche, Nekromant?«, rief Arthas. »Ist dieser Kult euer Werk?« Kel Thuzad wandte sich ihm zu. Seine Augen leuchteten im Schatten seiner Kapuze. »Ich habe dem Kult der Verdammten befohlen, das verseuchte Korn zu verteilen. Doch das ist nicht allein mein Verdienst.« Bevor Arthas etwas sagen konnte, platzte es aus Jaina heraus. »Was soll das bedeuten?« »Ich diene dem Schreckenslord Mal'Ganis. Er befehligt die Geißel, die dieses Land säubern und ein Paradies der ewigen Finsternis errichten wird.« Ein eisiger Schauder lief Arthas über den Rücken, trotz der Hitze der sie umgebenden Feuer. Er wusste nicht, was ein Schreckenslord war, doch die Bedeutung von Geißel war ihm klar. Und was genau soll diese Geißel säubern? Der dünnlippige Mund unter dem weißen Schnurrbart verzog sich erneut zu einem grausamen Lächeln. Die Lebenden natürlich. Sein Plan wird bereits ausgeführt. Ihr findet ihn in Stratholm, wenn ihr noch einen weiteren Beweis benötigt.
Arthas hatte genug von den stichelnden Andeutungen und Beleidigungen. Er knurrte, umfasste den Schaft des Hammers fester und stürmte vor. »Für das Licht!« brüllte er. Kel'Thuzad hatte sich nicht bewegt. Er blieb stehen und dann, in allerletzter Sekunde, verschwamm die Luft um ihn herum und er war fort. Die beiden Kreaturen, die stumm neben ihm gestanden hatten, umklammerten Arthas mit ihren Armen und versuchten ihn zu Boden zu ziehen. Ihr übler Gestank wetteiferte mit dem Rauch darum, den Prinzen zum Husten zu bringen. Er kämpfte sich frei und schlug einen von ihnen mit einem starken, sauber geführten Schlag auf den Kopf. Der Schädel splitterte wie ein Stück Glas. Hirn verteilte sich über den Boden und der Untote brach zusammen. Mit dem zweiten wurde Arthas ebenso leichtfertig. »Zum Kornspeicher«, brüllte er, lief zu seinem Pferd und schwang sich in den Sattel. »Na los!« Die anderen saßen auf und sie ritten durch das brennende Dorf die Hauptstraße hinunter. Die Kornspeicher ragten vor ihnen auf. Sie waren noch unberührt vom Feuer, das durch den Rest von Andorhal zu rasen schien. Arthas zügelte sein Pferd scharf und sprang herunter. So schnell er konnte, lief er zu den Gebäuden. Er riss die Tür auf und hoffte verzweifelt, hoch übereinander gestapelte Kisten zu finden. Trauer und Wut tobten in ihm, als er nur leere Kammern vorfand. Leer, bis auf wenige Reste von Korn und tote Ratten auf dem Boden. Er schaute sich um, fühlte sich einen Augenblick lang schlecht. Dann rannte er zum nächsten Speicher und dem übernächsten, riss überall die Türen auf, obwohl er genau wusste, was er finden würde. Sie waren alle leer und waren es auch schon eine ganze Weile, wenn man die Staubschicht und die Spinnweben in den Ecken betrachtete. »Die Ladungen sind bereits verschickt worden«, sagte er gebrochen, als Jaina neben ihn trat. »Wir sind zu spät.« Er schlug mit der gepanzerten Faust gegen die Holztür und Jaina sprang zurück. »Verdammt!« »Arthas, wir haben unser Bestes.« Er wirbelte wild zu ihr herum. »Ich werde ihn finden. Ich werde diesen leichenverliebten Bastard finden und ihm alle Knochen einzeln herausreißen. Soll er doch jemanden finden, der ihn dann zusammennäht.« Zitternd stürmte er hinaus. Er hatte versagt. Das Korn war bereits verschickt worden und das Licht allein wusste, wie viele Menschen deshalb sterben mussten. Wegen ihm. Nein, das würde er nicht zulassen. Er würde seine Leute schützen und wenn er dabei sterben würde. Arthas ballte die Hände zu Fäusten. »Nach Norden«, sagte er zu den Männern, die hinter ihm kamen und es nicht gewohnt waren, ihren ansonsten gutherzigen Prinzen derart wütend zu erleben. »Dorthin wird er als nächstes ziehen. Wir vernichten ihn wie Ungeziefer, denn nichts anderes ist er.« Er ritt wie ein Besessener, galoppierte nach Norden, schlachtete beinahe mechanisch die schlurfenden Fracks ehemals menschlicher Wesen ab, die ihn aufzuhalten versuchten. Doch nicht mehr die Angst und Sorge um seine Untergebenen trieb ihn an. Er sah im Geiste nur den Mann, der dahinter steckte, den scheußlichen Kult, der für das alles verantwortlich war. Die Toten würden noch früh genug ruhen. Arthas musste sicherstellen, dass es keine weiteren mehr gab. Plötzlich traf er auf eine große Ansammlung von Untoten. Beinahe gleichzeitig hoben sie ihre verfaulenden Hände und wandten sich gegen Arthas und seine Männer. Arthas brüllte, »Für das Licht«, trieb sein Pferd an, ritt mitten in sie hinein und drosch mit dem Hammer auf sie ein. Er ließ seiner Wut und Frustration freien Lauf. In einer Kampfpause sah er sich um. In Sicherheit und weit entfernt vom Schlachtfeld, wo sie alles überblicken konnte und dennoch nichts riskierte, stand eine hochgewachsene Gestalt in einem flatternden schwarzen Gewand, als wartete sie auf ihn. Kel'Thuzad. »Da«, rief er, »da ist er.« Jaina und seine Männer folgten ihm. Jaina schuf eine Gasse, indem sie Feuerball um Feuerball abfeuerte, und seine Männer erschlugen die Untoten, die Jainas Angriff überlebten. Arthas spürte, wie gerechter Zorn seine Adern durchfloss, als er sich dem Nekromanten immer weiter näherte. Sein Hammer hob und senkte sich scheinbar mühelos, und dabei sah er die, die er tötete, nicht einmal. Seine Augen waren auf einen Mann fixiert, der für das alles verantwortlich war.
Wenn er ihm den Kopf abschlug, würde diese Bestie sterben. Dann war Arthas bei ihm. Er explodierte förmlich vor Rohrwut, brüllte, schlug zu und führte dabei den leuchtenden Hammer auf sein Ziel zu. Er erwischte Kel'Thuzad am Knie und schleuderte ihn zurück. Andere drängten heran. Sie schlugen mit ihren Schwertern zu und schlitzten die Gegner auf. Die Männer ließen ihren Zorn und die Wut an der Quelle des Übels aus, der Ursache für das Desaster. Trotz all seiner Macht und Magie schien es, als könnte Kel'Thuzad, wie jeder andere Mensch, auch sterben. Beide Beine waren von Arthas Schlag zertrümmert worden und standen in merkwürdigen Winkeln ab. Sein Gewand war feucht von Blut und schimmerte schwarz. Er stützte sich auf die Arme und versuchte zu sprechen, spuckte aber nur Blut und Zähne. Er versuchte es erneut. Naive Narren, presste er hervor und schluckte. Mein Tod macht auf lange Sicht keinen Unterschied, weil jetzt die Geißelung des Landes beginnt. Seine Ellbogen gaben nach und seine Augen schlossen sich, als er schließlich zusammenbrach. Der Körper begann augenblicklich zu verfaulen. Der Zerfall, der Tage hätte dauern müssen, fand binnen weniger Sekunden statt. Das Fleisch wurde bleich, Blasen bildeten sich und platzten auf. Die Männer keuchten und sprangen zurück, bedeckten ihre Nasen und Münder. Einige von ihnen wandten sich ab und übergaben sich. Arthas blickte Kel'Thuzad an, erschrocken und gleichermaßen gebannt, unfähig wegzusehen. Flüssigkeiten liefen aus dem Leichnam. Das Fleisch nahm eine schleimige Konsistenz an und wurde schwarz. Die unnatürliche Zersetzung verlangsamte sich. Arthas wandte sich ab und schnappte nach frischer Luft. Jaina war kreidebleich und hatte dunkle Ringe unter den vor Schreck geweiteten Augen. Arthas ging zu ihr und wandte sie von dem fürchterlichen Bild ab. »Was ist mit ihm geschehen?«, fragte er ruhig. Jaina schluckte und versuchte, sich selbst zu beruhigen. Erneut schien sie durch ihre beherrschte Art Stärke zu finden. »Man glaubt, dass wenn Nekromanten nicht sorgfältig genug arbeiten, dass dann...« Ihre Stimme verlor sich und plötzlich war sie eine junge Frau, die elend und verschreckt wirke. »So etwas passiert.« »Komm«, sagte Arthas freundlich, »lass uns nach Herdweiler aufbrechen. Die Menschen dort müssen gewarnt werden, wenn es nicht schon zu spät ist.« Sie ließen den Leichnam dort liegen, wo er gefallen war, und schenkten ihm keinen weiteren Blick. Arthas sprach ein stummes Gebet zum Licht und hoffte, dass sie nicht zu spät kamen. Er wusste nicht, wie er sich verhalten würde, wenn er erneut versagte. Jaina war erschöpft. Sie wusste, dass Arthas sein Ziel schnellstmöglich erreichen wollte, und sie teilte seine Besorgnis. Leben stand auf dem Spiel. Deshalb hatte sie, als er gefragt hatte, ob sie die Nacht ohne Anzuhalten durchreiten konnten, zustimmend genickt. Sie waren bereits stundenlang hart geritten, als sie feststellte, dass sie sich nur noch mit Mühe auf dem Pferd halten konnte. Sie war dermaßen müde, dass sie ein paar Sekunden lang völlig weggetreten war und beinahe vom Pferd heruntergefallen wäre. Angst durchfuhr sie und sie griff in die wilde Mähne des Tieres, zog sich zurück in den Sattel und zügelte ihr Pferd, das augenblicklich stehen blieb. Mit den Zügeln in der Hand wartete sie einige Minuten lang zitternd, bis Arthas bemerkt hatte, dass sie zurückgefallen war. Sie hörte, wie er in der Ferne seine Männer anhalten ließ. Stumm blickte sie zu ihm auf, als er zu ihr zurückgeritten kam. »Jaina, was ist?« »Ich... Es tut mir leid, Arthas. Ich wusste, dass du es eilig hast, und das verstehe ich ja auch, aber... Ich war so müde und bin fast heruntergefallen. Könnten wir eine Rast einlegen? Nur kurz.« Selbst im schwachen Licht erkannte Jaina die Sorge um sie in seinem Blick. Doch gleichzeitig war seine Frustration unverkennbar. »Wie lange brauchst du?« »Ein paar Tage«, wollte sie sagen. Stattdessen antwortete sie, »nur lang genug, um etwas zu essen und ein wenig auszuruhen.« Er nickte und half ihr vom Pferd.
Dann trug er sie an den Rand der Straße, wo er sie sanft absetzte. Jaina holte etwas Käse aus ihrer Tasche. Dabei zitterten ihre Hände. Sie erwartete, dass er den Männern Bescheid sagte. Doch stattdessen setzte er sich einfach neben sie. Seine Ungeduld schien hell wie ein Feuer zu lodern. Sie aß etwas Käse und blickte zu ihm auf, während sie kaute und sein Profil im Sternenlicht betrachtete. Eines der Dinge, die sie an Arthas am meisten liebte, war, wie menschlich und gefühlvoll er mit ihr umging. Doch jetzt, von mächtigen Emotionen aufgewühlt, blieb er so distanziert, als wäre er 100 Meilen weit weg. Impulsiv streckte sie ihre Hand aus, um sein Gesicht zu berühren. Er sah sie an, als hätte er vergessen, dass sie da war. Dann lächelte er ihr schwach zu. »Fertig?«, fragte er. Jaina dachte an den einzigen Bissen, den sie gegessen hatte. »Nein«, sagte sie, »aber, Arthas, ich mache mir Sorgen um dich. Mir gefällt nicht, was diese ganze Sache mit dir anrichtet.« »Mit mir anrichtet?«, zischte er. »Hast du schon mal überlegt, was sie den Dorfbewohnern antut? Sie sterben und ihre Leichen verwandeln sich dann in wandelnde Tote, Jaina. Ich muss dem Einhalt gebieten. Ich muss es.« »Natürlich müssen wir das, Arthas. Und ich tue alles, um dir zu helfen. Das weißt du. Doch ich habe nie erlebt, dass du dermaßen von Hass besessen warst.« Er lachte auf, kurz und hart. »Erwartest du, dass ich die Nekromanten zum Tee einlade?« Sie runzelte die Stirn. »Arthas, verdreh mir bitte nicht die Worte im Mund. Du bist ein Paladin, ein Diener des Lichts. Du bist genauso gut Heiler wie Krieger. Doch ich erkenne in dir nur das Verlangen, deine Feinde zu vernichten.« »Du klingst schon genauso wie Uta«, antwortete er. Jaina antwortete nicht. Sie war so müde. Es fiel ihr schwer, ihre Gedanken zu ordnen. Sie nahm einen weiteren Bissen Käse und konzentrierte sich darauf, ihrem Körper die dringend benötigte Erholung zu verschaffen. Aus irgendeinem Grund konnte sie nur schwer schlucken. »Jaina, ich will doch nur, dass nicht noch mehr Unschuldige sterben müssen. Das ist alles. Und das gestehe ich gern ein. Ich bin aufgebracht, denn scheinbar schaffe ich es nicht allein. Doch wenn es erst vorbei ist, wird alles wieder gut. Du wirst schon sehen. Das verspreche ich dir.« Er lächelte und einen Augenblick lang sah sie den alten Arthas mit seinem schönen Gesicht. Sie lächelte ihm zu, ermunternd, wie sie hoffte. »Bist du jetzt fertig?« Jaina nahm noch 2 Bisse. Dann packte sie den Rest des Käses weg. »Ja, ich bin fertig. Los, brechen wir auf.« Die Schwärze der Nacht wich gerade dem Grau des Morgens, als sie das Gewehrfeuer zum ersten Mal hörten. Arthas Hoffnung sank. Er trieb sein Pferd an, während sie weiter dem Weg nach Norden folgten, der durch die trügerisch friedlichen Hügel verlief. Direkt vor den Toren von Herdweiler sahen sie mehrere Männer und Zwerge, allesamt mit Gewehren bewaffnet und alle geübt im Umgang damit. Die leichte Brise trieb einen schwachen Pulvergeruch zu Arthas herüber, der zudem vom leicht süßlichen Duft nach frisch gebackenem Brot durchdrungen war. »Stellt das Feuer ein«, rief Arthas, als er mit seinen Leuten herangaloppierte. Er zerrte so fest an den Zügeln, dass sein Pferd vor Schreck wieherte. »Ich bin Prinz Arthas. Was geht hier vor? Warum seid ihr derart bewaffnet?« Sie senkten die Gewehre, waren offensichtlich überrascht, ihrem Prinzen leibhaftig zu begegnen. »Sire, ihr glaubt nicht, was hier vor sich geht.« »Berichtet«, verlangte Arthas. Arthas war nicht überrascht, als er hörte, dass die Toten auferstanden waren und eingegriffen hatten. Was ihn überraschte, war der Begriff »große Armee«. Er blickte Jaina an. Sie wirkte äußerst erschöpft. Die kurze Pause, die sie in der letzten Nacht eingelegt hatten, hatte nicht ausgereicht, um sie zu erfrischen. »Sire«, rief einer der Kundschafter und lief herbei. »Die Armee, sie kommt in unsere Richtung.« »Verdammt«, murmelte Arthas. Die kleine Gruppe von Männern und Zwergen war einem Scharmützel gewachsen, doch sie konnte keine ganze Armee dieser Untoten aufhalten.
Er traf eine Entscheidung. Jaina, ich bleibe hier, um das Dorf zu beschützen. Beeil dich und berichte Lord Uta, was geschehen ist. Aber geh, Jaina. Jeder Moment zählt. Sie nickte, mochte das Licht sie und ihren klaren Kopf segnen. Er warf ihr ein dankbares Lächeln zu, bevor sie durch das Portal trat, das sie zuvor geschaffen hatte, und darin verschwand. Sire, sagte Falric, und etwas in seinem Tonfall drängte Arthas, sich umzudrehen. Ihr solltet euch das besser hier ansehen. Arthas folgte dem Blick des Mannes. Betroffen sah er leere Kisten, die das Zeichen von Andorhal trugen. Er hoffte gegen jede Vernunft, dass er sich irrte. Arthas fragte mit bebender Stimme: Was war in diesen Kisten? Einer der Männer aus Herdweiler blickte ihn verwirrt an. Na, nur die Kornlieferung aus Andorhal. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, mein Lord. Sie wurde bereits an die Dorfbewohner verteilt. Wir haben ausreichend Brot. Danach hatte es also gerochen. Es war nicht der typische Duft gebackenen Brotes gewesen, sondern irgendwie anders. Ein wenig zu süß. Und dann verstand Arthas. Seine Sinne schienen angesichts des Ausmaßes der Situation zu schwinden. Der wahre Umfang des Schreckens brach über ihn herein. Das Korn war ausgeliefert worden, und plötzlich gab es eine beachtliche Armee von Untoten. Oh nein, flüsterte er. Die Männer starrten ihn an und er versuchte erneut zu sprechen. Seine Stimme zitterte immer noch, doch dieses Mal nicht vor Schreck, sondern vor Wut. Die Seuche tötete die Leute nicht einfach. Nein, dahinter steckte eine viel verderbtere Ansicht. Es sollte sie in... Noch während der Gedanke sich formte, krümmte sich der Mann, der Arthas Frage beantwortet hatte. Mehrere andere folgten seinem Beispiel. Ein seltsames, grünes Leuchten durchdrang ihre Körper, pulsierte und wurde stärker. Sie fassten sich an die Bäuche und fielen zu Boden. Blut lief aus ihren Mündern, durchtränkte ihre Hemden. Einer streckte ihm die Hand entgegen, flehte um Hilfe. Stattdessen stieß Arthas ihn fort und sprang alarmiert zurück. Der Mann, der sich vor Schmerz krümmte, starb innerhalb kürzester Zeit. Was hatte er getan? Der Mann hatte um Hilfe gebettelt, doch Arthas hatte keinen Finger gerührt. Aber konnte man überhaupt davon geheilt werden? Arthas starrte auf den Leichnam. Konnte das Licht? Gnädiges Licht, schrie Falric. Das Brot. Arthas blickte in seine Richtung und erwachte aus seinen Schuldgefühlen. Brot, die Grundlage des Lebens, gesund und nahrhaft, war jetzt schlimmer als der Tod geworden. Arthas öffnete den Mund, um zu schreien, seine Männer zu warnen, doch seine Zunge war wie gelähmt. Die Seuche im Korn reagierte, noch bevor der entsetzte Prinz Worte finden konnte. Die Augen des toten Mannes öffneten sich. Langsam setzte er sich auf. Kel'Thuzad erschuf sich in erschreckend kurzer Zeit eine ganze Armee von Untoten. Wirres Gelächter erklang in Arthas Ohren. Kel'Thuzad lachte wie wahnsinnig, triumphierend, selbst noch im Tod. Arthas fragte sich, ob er von all dem, was er miterleben musste, den Verstand verloren hatte. Der Untote klammerte sich an seine Füße, und diese Bewegung ließ ihn reagieren und löste seine Zunge. »Verteidigt euch!« schrie Arthas und schlug mit dem Hammer zu, bevor der Mann aufstehen konnte. Doch die Gegner waren schneller, kamen torkelnd auf ihre toten Beine und richteten die Waffen, mit denen sie im Leben Arthas beschützt hätten, nun gegen ihn. Sein einziger Vorteil war, dass die Untoten nicht gut damit umgehen konnten. Deshalb verfehlten die meisten Schüsse auch ihr Ziel. Arthas Männer griffen währenddessen entschlossen an. Sie zertrümmerten Schädel, enthaupteten und erschlugen ihre Gegner, die vor einigen Sekunden noch Verbündete gewesen waren. »Prinz Arthas, die untoten Streitkräfte sind eingetroffen!« Arthas wirbelte herum, die Rüstung voller Blut, die Augen geweitet. So viele. Es waren so viele. Skelette, schon lange tot. Frische Leichen, die erst vor kurzem verwandelt worden waren. Und weitere, bleiche, mahnbesetzte Abscheulichkeiten stürmten auf sie zu.
Er konnte die Panik spüren. Die Männer hatten schon zuvor die Untoten bekämpft. Aber es waren nie so viele gewesen. Keine Armee von lebenden Toten. Arthas riss seinen Hammer, der zu glühendem Leben erwachte, hoch über sich. Weich nicht zurück, brüllte er. Seine Stimme war nicht mehr schwach und zittrig, sondern barsch und zorngeladen. Wir sind vom Licht ausersehen. Wir werden nicht sterben. Seine grimmig entschlossenen Gesichtszüge badeten im Licht, als er angriff. Jaina war erschöpfter, als sie sich selbst hatte eingestehen wollen. Ausgelaugt von tagelangen, pausenlosen Kämpfen brach sie zusammen, nachdem sie den Teleportzauber beendet hatte. Sie vermutete, dass sie einen Moment lang ohnmächtig gewesen sein musste. Denn das nächste, woran sie sich erinnern konnte, war, wie ihr Meister sich über sie beugte und sie vom Boden anhob. Jaina, Kind, was ist los? Uta, stammelte Jaina. Arthas. Herdweiler. Sie packte Antoni das Gewand. Nekromanten. Kel Tusad. Die Toten erheben sich zum Kampf. Antonidas Augen weiteten sich. Jaina schluckte und fuhr fort. Arthas und seine Männer kämpfen allein den Herdweiler. Er braucht sofort Verstärkung. Ich glaube, Uta ist im Palast, sagte Antonidas. Ich schicke sofort mehrere Magier, um Portale für die vielen Männer zu schaffen. Das hast du gut gemacht, meine Liebe. Ich bin sehr stolz auf dich. Und jetzt erhole dich ein wenig. Nein, schrie Jaina. Sie zwang sich dazu, auf die Beine zu kommen, konnte aber kaum stehen. Durch reine Willenskraft überwand sie schließlich die ärgste Erschöpfung. Zitternd streckte sich ihre Hand aus, um Antonidas daran zu hindern, ihr zu helfen. Ich muss zu ihm. Es geht mir gut. Kommt. Arthas wusste nicht, wie lange er gekämpft hatte. Er schwang den Hammer fast unablässig. Seine Arme zitterten vor Anstrengung. Seine Lunge brannte. Nur die Kraft des Lichts, das ihn mit ruhiger Stärke und Stetigkeit füllte, hielt ihn und seine Männer auf den Beinen. Die Untoten schienen von dieser Kraft geschwächt zu werden, auch wenn das offenbar ihre einzige Schwäche war. Nur ein sauberer Tod. Arthas fragte sich flüchtig, ob man es tatsächlich töten nennen konnte, da sie bereits tot waren. Konnte die wandelnden Leichen aufhalten. Doch es kam immer mehr. Welle folgte auf Welle. Seine Untergebenen, seine Leute, hatten sich in diese Monster verwandelt. Er hob den müden Arm zu einem weiteren Schlag, als über den schlechten Lärm eine Stimme ertönte, die Arthas kannte. »Für Lordaeron! Für den König!« Die Männer sammelten sich bei dem leidenschaftlichen Ruf Utas, des Lichtbringers, und griffen erneut an. Uta rückte mit einer großen Streitmacht von Rittern an, allesamt frisch und kampferfahren. Sie wichen nicht vor den Untoten zurück. Jaina, die trotz ihrer Müdigkeit ebenfalls mit Uta und den Rittern durch das Portal gekommen war, hatte sie offensichtlich ausreichend unterrichtet, sodass keine wertvollen Sekunden durch den ersten Schrecken verloren gingen. Die Untoten fielen jetzt schneller und jede Welle wurde wild und leidenschaftlich bekämpft. Mit Hammer, Schwert und Flammen. Jaina sank zu Boden. Ihre Beine gaben nach. Als der letzte lebende Tote in Flammen aufging, stürzte und schließlich wahrlich tot sein Ende fand. Sie griff nach einem Wasserbeutel und trank ausgiebig, schüttelte sich dann und holte etwas Trockenfleisch heraus. Der Kampf war vorbei, zumindest für den Augenblick. Arthas und Uta hatten beide ihre Helme abgenommen. Schweiß durchtränkte ihr Haar. Jaina kaute auf dem Fleisch und beobachtete, wie Uta über das Meer von Untoten blickte und zufrieden nickte. Arthas starrte auf etwas, sein Gesichtsausdruck war voller Schuld. Jaina folgte seinem Blick und runzelte die Stirn. Sie verstand nicht, überall lagen Leichen. Doch Arthas blickte wie benebelt auf die aufgeblähten, fliegenumschwirrten Leichen,
unter denen keiner seiner Soldaten, Männer oder Pferde war. Uther ging zu seinem Schüler und schlug Arthas auf die Schulter. »Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge.« Seine Stimme war warm vor Stolz und auf seinen Lippen lag ein Lächeln. »Wenn ich nicht rechtzeitig eingetroffen wäre, als...« Arthas wirbelte herum. »Ich habe getan, was ich konnte, Uther.« Sowohl Uther als auch Jaina blinzelten angesichts des harten Tonfalls. Er reagierte über. Uther tadelte ihn nicht. Er lobte ihn. »Wenn ich eine ganze Legion von Rittern dabei gehabt hätte, dann...« Uthers Augen zogen sich zusammen. »Jetzt ist nicht die Zeit, um am Stolz zu ersticken. Nach allem, was Jaina mir berichtet hat, war das hier nur der Anfang.« Der Blick aus Arthas meergrünen Augen flog zu Jaina hinüber. Er litt unter der vermeintlichen Beschuldigung, und zum ersten Mal, seit er Jaina kannte, schien sie sich unter diesem durchdringenden Blick zu ducken. »Oder ist euch entgangen, dass die Reihen der Untoten mit jedem Krieger in der Schlacht aufgefüllt werden?« fuhr Uther fort. »Dann sollten wir ihren Anführer angreifen«, zischte Arthas. »Kel'Thuzad hat mir verraten, wer das ist und wo wir ihn finden können. Es ist etwas, das Schreckenslord genannt wird. Sein Name ist Mal'Ganas. Und Ace befindet sich in Stratholm.« »Stratholm, Uther. Der Ort, an dem ihr zum Paladin des Lichts geweiht worden seid. Bedeutet euch das nichts?« Uther seufzte müde. »Natürlich tut es das, aber ich gehe dorthin und töte Mal'Ganas mit meinen eigenen Händen, wenn es sein muss«, brüllte Arthas. Jaina hörte auf zu kauen und starrte ihn an. Sie hatte ihn noch nie so wütend erlebt. »Ganz ruhig, Junge. So tapfer ihr auch sein mögt, könnt ihr doch nicht darauf hoffen, einen Mann allein zu besiegen, der über die Toten befehligt.« »Dann schließt euch mir an, Uther. Ich gehe, mit oder ohne euch.« Bevor Uther oder Jaina weiter protestieren konnten, sprang er in den Sattel, riss den Kopf seines Pferdes herum und preschte nach Süden davon. Jaina stand auf und war wie gelähmt. Er war ohne Uther losgezogen, ohne seine Männer, ohne sie. Uther trat leise neben sie. Sie schüttelte ihr blondes Haar. »Er fühlt sich persönlich verantwortlich für all die Toten«, sagte sie ruhig zu dem alten Paladin. »Er glaubt, er hätte das alles aufhalten können.« Sie blickte Uther an. »Nicht einmal die Magier von Dalaran. Diejenigen, die Kel'Thuzad als Erste gewarnt hatten, haben geahnt, was vor sich geht. Arthas hätte es gar nicht wissen können.« »Er spürt zum ersten Mal die Last der Krone«, sagte Uther ruhig. »Das musste er nie zuvor. Das alles ist Teil davon, Milady. Teil des Lernprozesses, wie man weise und gut regiert. Ich habe erlebt, wie auch Tyrannas damit gekämpft hat, als er noch ein junger Mann war. Beide sind gute Männer. Beide wollen das Richtige für ihr Volk tun, es versorgen und glücklich machen.« Mit gedankenverlorenem Blick sah er Arthas in der Ferne verschwinden. »Aber manchmal muss man sich für das kleinere Übel entscheiden. Manchmal kann man nicht alles wieder in Ordnung bringen. Arthas lernt das gerade.« »Ich glaube, ich verstehe. Trotzdem kann ich ihn nicht alleine losziehen lassen.« »Nein, nein. Wenn die Männer für den langen Marsch bereit sind, ziehen wir los. Ihr solltet euch auch ausruhen.« Jaina schüttelte den Kopf. »Nein, er sollte nicht allein sein.« »Lady Prachtmare, auf ein Wort«, sagte Uther langsam. »Es wäre vielleicht gut, wenn er wieder einen klaren Kopf bekommen könnte. Folgt ihm, wenn ihr müsst. Doch gebt ihm etwas Zeit zum Nachdenken.« Er hatte recht. Sie mochte den Gedanken nicht, doch sie sah es genauso. Arthas war verstört. Er war wütend, fühlte sich machtlos und war nicht in der Stimmung, in der man mit ihm reden konnte. Und genau aus diesen Gründen konnte sie ihn nicht wirklich allein lassen. »In Ordnung«, sagte sie. Sie saß auf, murmelte einen Zauber und sah, wie Uther lächelte, als er sie plötzlich nicht mehr sehen konnte. »Ich folge ihm. Kommt nach, sobald eure Männer bereit sind.« Sie würde ihm nicht so dicht folgen. Sie war unsichtbar, aber nicht unhörbar. Jaina ließ ihr Pferd in einen leichten Galopp fallen
um dem schlauen, grüblerischen Prinzen von Lordaeron zu folgen. Arthas trieb sein Pferd an. Er war wütend, dass es nicht schneller ging. Wütend, dass es nicht invincible war. Wütend, dass er nicht rechtzeitig herausgefunden hatte, was vorgefallen war. Es war beinahe überwältigend. Sein Vater hatte es mit den Orks aufnehmen müssen. Kreaturen von einer anderen Welt, die in seine eigene einbrachen, brutal, gewalttätig und auf Eroberung aus. Das alles erschien Arthas jetzt fast wie ein Kinderspiel. Wie hätten sein Vater und die Allianz sich gegen das hier geschlagen? Eine Seuche, die die Menschen nicht nur tötete, sondern sie auf eine verderbte Art, an der sich nur ein kranker Geist erfreuen konnte, anschließend wiederbelebte und sie gegen ihre einstigen Freunde und Familienangehörigen schickte. Hätte Terenas sich besser geschlagen? Zuerst glaubte Arthas, dass er es hätte, dass Terenas das Rätsel rechtzeitig gelöst hätte, um die Gefahr aufzuhalten und die Unschuldigen zu retten. Doch dann erkannte er, dass es niemand geschafft hätte. Terenas wäre ebenso hilflos gewesen wie er, angesichts dieses Schreckens. Er war so tief in Gedanken versunken, dass er um ein Haar den Mann übersehen hätte, der auf der Straße stand. Mit einem festen Ruck an den Zügeln brachte er das Pferd gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Mit einer Mischung aus Ärger, Sorge und Wut zischte Arthas. »Du Narr, was tust du denn da? Ich hätte dich fast niedergetrampelt.« Der Mann war anders als jeder andere, den Arthas zuvor gesehen hatte. Und dennoch erschien er ihm vertraut. Groß, mit breiten Schultern und einem Umhang, der vollständig aus glänzenden, schwarzen Federn gefertigt zu sein schien. Seine Gesichtszüge wurden von einer Kapuze verborgen, doch seine Augen leuchteten, als er Arthas ansah. Ein Bart, mit grauen Strähnen durchsetzt, enthüllte ein Lächeln. »Ihr hättet mich nicht verletzt, und ich brauchte eure Aufmerksamkeit«, sagte er mit tiefer, sanfter Stimme. »Ich habe mit eurem Vater gesprochen, junger Mann. Er wollte nicht auf mich hören. Jetzt komme ich zu euch.« Er verneigte sich, und Arthas runzelte die Stirn. Es wirkte auf ihn spöttisch. »Wir müssen reden.« Arthas schnaubte. Jetzt wusste er, warum ihm dieser mysteriöse, effektvoll gekleidete Fremde so vertraut vorkam. Er war eine Art Mystiker, ein selbsternannter Prophet, hatte Terenas gesagt, der sich in einen Vogel verwandeln konnte. Er hatte die Frechheit besessen, mitten in Terenas Thronsaal etwas über den Weltuntergang zu faseln. »Ich habe dafür keine Zeit«, knurrte Arthas und nahm die Zügel des Pferdes. »Hört mir zu, Junge!« Diesmal war in der Stimme des Fremden kein spöttischer Unterton. Stattdessen war sie scharf wie ein Peitschenhieb, und obwohl er es nicht wollte, hörte Arthas zu. »Dieses Land ist verloren. Der Schatten hat sich bereits gesenkt, und nichts, was ihr tut, kann daran etwas ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, dann führt es über den Ozean, nach Westen.« Arthas hätte beinahe aufgelacht. Sein Vater hatte recht gehabt. Der Mann war wirklich verrückt. »Fliehen? Mein Platz ist hier, und mein einziges Ziel ist es, mein Volk zu verteidigen. Ich werde es nicht dieser scheußlichen Existenz überlassen. Ich werde denjenigen, der dahinter steckt, finden und vernichten. Ihr seid ein Narr, wenn ihr etwas anderes glaubt.« »Ein Narr bin ich. Ich vermute, das bin ich wirklich. Denn ich habe geglaubt, dass der Sohn schlauer als der Vater wäre.« Die leuchtenden Augen blickten beunruhigt. »Eure Wahl ist bereits getroffen. Ihr lasst euch nicht von jemandem belehren, der weiterschauen kann als ihr.« »Ich habe nur euer Wort, dass ihr den größeren Weitblick habt«, antwortete Arthas. »Ich weiß, was ich sehe, was ich gesehen habe. Mein Volk braucht mich hier.« Der Prophet lächelte traurig. »Wir sehen nicht nur mit unseren Augen, Prinz Arthas, auch mit unserer Weisheit und mit unseren Herzen. Ich verkünde euch eine letzte Prophezeiung. Erinnert euch daran. Je stärker ihr eure Feinde bekämpft, desto schneller liefert ihr ihnen euer Volk aus.« Arthas lag eine erboste Antwort auf der Zunge,
Doch an dieser Sekunde wandelte sich die Gestalt des Fremden. Der Umhang schien sich wie eine zweite Haut um ihn zu schließen. Flügel, schwarz und glänzend, wuchsen aus seinem Körper, als er auf die Größe eines normalen Raben schrumpfte. Mit einem letzten rauen Krächzen, das Arthas frustriert vorkam, hob der Vogel, der ein Mann gewesen war, ab, zog einen Kreis und flog dann fort. Arthas blickte ihm besorgt nach. Der Mann hatte so sicher gewirkt. Es tut mir leid, weil ich mich getarnt habe, Arthas. Janas Stimme erklang wie aus dem Nichts. Erschreckt fuhr Arthas herum und versuchte sie zu entdecken. Sie materialisierte direkt vor ihm und wirkte zerknirscht. Ich wollte nur, sag es nicht. Er bemerkte, dass sie überrascht war, sah, wie sich ihre blauen Augen weiteten und bereute sofort, dass er sie angefahren hatte. Aber sie hätte sich nicht derart an ihn heranschleichen sollen, ihn derart ausspionieren dürfen. Er ist auch zu Antonidas gekommen, sagte sie nach einem Moment und führte trotz der Maßregelung hartnäckig den Satz fort, den sie hatte sagen wollen. Ich spüre eine unglaubliche Kraft in ihm, Arthas. Sie ritt näher an ihn heran und blickte zu ihm auf. Diese Seuche der Untoten. So etwas hat es in der Geschichte dieser Welt noch nicht gegeben. Es ist nicht nur eine weitere Schlacht oder ein weiterer Krieg. Es ist etwas viel Größeres und Finsteres. Und vielleicht kannst du diesen Kampf nicht mit der gleichen Taktik gewinnen. Vielleicht hat er recht. Vielleicht erkennt er Dinge, die wir nicht sehen können. Vielleicht weiß er ja, was geschehen wird. Die Zähne zusammengebissen, wandte er sich von ihr ab. Vielleicht. Oder er ist ein Verbündeter von Mal'Ganis. Oder vielleicht ist er nur ein verrückter Eremit. Nichts von dem, was er sagt, wird mich dazu verleiten, meine Heimat zu verlassen, Jaina. Mir ist es egal, ob dieser Verrückte die Zukunft gesehen hat. Los, brechen wir auf. Sie ritten eine Weile, schweigend nebeneinander her. Dann sagte Jaina ruhig: Uta wird uns folgen. Er braucht nur etwas Zeit, um die Männer einzuweisen. Arthas starrte nach vorne und war immer noch wütend. Jaina versuchte es erneut. Arthas, du solltest nicht. Mir reicht, dass mir jeder sagen will, was ich tun und lassen soll. Die Worte platzten aus ihm heraus und erschreckten ihn so sehr wie Jaina. Was hier geschieht, ist schrecklich, Jaina. Ich kann nicht mal Worte finden, um es zu beschreiben. Und ich tue alles, was mir möglich ist. Wenn du meine Entscheidungen nicht unterstützt, dann gehörst du vielleicht auch nicht hierher. Er sah sie an, sein Gesichtsausdruck wurde sanfter. Du wirkst so müde, Jaina. Vielleicht solltest du zurückgehen. Sie schüttelte den Kopf, blickte nach vorn und wich seinem Blick aus. Du brauchst mich hier. Ich kann dir helfen. Seine Wut schwand und er griff nach ihrer Hand, schloss seine metallgefassten Finger sanft um ihre. Ich hätte nicht so mit dir reden sollen. Und es tut mir leid. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin immer froh über deine Gesellschaft. Er beugte sich zu ihr und küsste ihre Hand. Ihre Wangen röteten sich, als sie ihn anlächelte. Die Furche auf ihrer Stirn verschwand. Oh, lieber Arthas, sagte sie weich. Er drückte ihre Hand und ließ sie los. Sie ritten den Rest des Tages in einem scharfen Tempo, redeten nicht viel, und erst als die Sonne unterging, hielten sie an, um das Lager aufzuschlagen. Beide waren zu müde, um Wild zu jagen. Deshalb begnügten sie sich mit Trockenfleisch, Äpfeln und Brot. Arthas starrte den Leib in seiner Hand an. Er stammte aus den Öfen des Palastes, gebacken mit Korn aus der Umgebung, das nicht aus Andorhal stammte. Es war völlig in Ordnung, nahrhaft und köstlich, schmeckte nach Hefe und nicht widerlich süßlich. Einfache, grundlegende Nahrung, etwas, das jeder, wirklich jeder ohne Angst, essen können sollte. Seine Kehle verkrampfte sich plötzlich und er legte das Brot hin, unfähig, auch nur einen Bissen zu nehmen. Er stützte den Kopf in die Hand.
Einen Augenblick lang fühlte er sich überwältigt, als würde eine Flutwelle der Verzweiflung und Hilflosigkeit über ihm hinwegspülen. Dann war Jaina da, kniete neben ihm, legte ihren Kopf an seine Schulter, während er darum kämpfte, sich zusammenzureißen. Sie sagte nichts. Das musste sie nicht. Ihre einfache, tröstende Gegenwart war alles, was er brauchte. Mit einem tiefen Seufzen wandte er sich zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie reagierte, küsste ihn innig und brauchte etwas Trost und Sicherheit. Offensichtlich genauso wie er. Arthas Hände glitten durch ihr seidiges, goldenes Haar und er atmete ihren Duft ein. Und für ein paar kurze Stunden erlaubten sie sich, sich ineinander zu verlieren. Sie schoben die Gedanken an den Tod, den Schrecken, das verseuchte Korn, Propheten und Entscheidungen weit von sich. Ihre Welt wurde klein und zart und bestand nur aus ihnen beiden. Kapitel 12. Noch halb im Schlaf verstrickt, erwachte Jaina und streckte die Hand nach Arthas aus. Er war nicht da. Blinzelnd setzte sie sich auf. Er war bereits wach und angezogen und kochte ihr Brei aus irgendeinem Getreide. Er schmunzelte, als er ihre Blicke bemerkte, doch das Lächeln erreichte seine Augen nicht. Jaina lächelte zögernd, nahm ihr Kleid, zog es an und kämmte sich mit den Fingern durchs Haar. »Ich habe etwas erfahren«, sagte Arthas ohne Einleitung. »Gestern Abend. Ich wollte es nicht erwähnen. Doch du musst es wissen.« Seine Stimme klang gepresst und Jaina spürte, wie ihr der Mut sank. Wenigstens schrie er nicht mehr. Er füllte eine Schüssel mit dampfendem Brei und gab sie ihr. Sie löffelte mechanisch, als er fortfuhr. Diese Seuche, die Untoten. Er atmete tief ein. Wir wussten, dass das Korn verseucht war. Wir wussten, dass es Menschen tötete. Doch es ist schlimmer als das, Jaina. Es tötet sie nicht einfach nur. Die Worte schienen in seiner Kehle stecken zu bleiben. Es dauerte einen Moment, bis Jaina verstand. Sie hatte das Gefühl, der Brei in ihrem Magen, den sie gerade erst gegessen hatte, wollte wieder hochkommen. Und auch sie schien nur sehr schwer atmen zu können. Es verwandelt sie irgendwie. Es macht aus ihnen Untote. Oder nicht? Bitte sag, dass ich Unrecht habe, Arthas. Er tat es nicht. Stattdessen nickte er. Deshalb waren so schnell so viele von ihnen vor Ort. Das Korn war erst kurze Zeit zuvor in Herdweiler eingetroffen. Es war gerade genug Zeit vergangen, um das Getreide zu verarbeiten und Brot daraus zu backen. Jaina starrte ihn an. Die Folgen davon, sie mochte sie sich gar nicht ausmalen. Deshalb bin ich gestern so schnell aufgebrochen. Ich wusste, dass ich es nicht allein mit Mal'Ganis aufnehmen kann. Aber, Jaina, ich konnte nicht einfach rumsitzen und die Rüstung reparieren und mich ausruhen. Verstehst du? Sie nickte stumm. Jetzt verstand sie. Und dieser Prophet. Mir ist es egal, für wie mächtig du ihn hältst. Ich kann nicht einfach verschwinden und zusehen, wie sich ganz Lordaeron in dieses. Er kam ins Stocken, fasste sich aber auch wieder. Wer auch immer Mal'Ganis ist, was auch immer er sein mag, er muss aufgehalten werden. Wir müssen jede Kiste dieses verseuchten Korns finden und vernichten. Die eigenen Worte schienen Arthas, während er sie sprach, wieder aufzuregen. Er stand auf und ging ungeduldig auf und ab. Wo zum Teufel bleibt Uther? Fragte er. Er hatte die ganze Nacht Zeit, um zu uns aufzuschließen. Jaina stellte den zur Hälfte verzerrten Brei zur Seite, stand auf und kleidete sich an. Ihr Verstand arbeitete fieberhaft. Sie versuchte, die Situation zu verstehen und nüchtern darüber nachzudenken, wie man die Seuche bekämpfen konnte. Wortlos brachen sie das Lager ab und ritten Stratholme entgegen.
Das aschgraue Licht des Sonnenaufgangs verdunkelte sich, als Wolken vor die Sonne zogen. Es begann zu regnen, kalt und beißend. Sowohl Arthas als auch Jaina schlugen die Kapuzen ihrer Umhänge hoch. Doch das half wenig, um Jaina trocken zu halten. Als sie die Tore der großen Stadt erreichten, zitterte sie. Während sie die Pferde zügelten, hörte Jaina Geräusche hinter sich, wandte sich um und erblickte Uta und seine Männer, die den Feldweg heraufkamen, der fast nur noch aus Matsch bestand. Arthas blickte Uta mit einem zynischen Lächeln an. »Schön, dass ihr es auch geschafft habt, Uta«, zischte er. Uta war ein besonderer Mann, doch jetzt verlor er die Geduld. Arthas und Jaina waren nicht die einzigen, denen die Sache zusetzte. »Achtet auf euren Tonfall, Junge. Ihr mögt ein Prinz sein, aber ich bin immer noch euer Vorgesetzter als Paladin.« »Als könnte ich das je vergessen«, gab Arthas zurück. Er stieg auf die Anhöhe, sodass er über die Mauern hinweg in die Stadt sehen konnte. Er wusste nicht, wonach er eigentlich suchte. Irgendwelche Lebenszeichen, Normalität vielleicht. Anhaltspunkte dafür, dass sie rechtzeitig hier eingetroffen waren. Irgendetwas, um ihm die Hoffnung zu geben, dass er immer noch etwas tun konnte. »Hört mir zu, Uta. Es gibt etwas über diese Seuche, das ihr wissen solltet. Das Korn.« Wind kam auf, während er sprach, und der Geruch, der seine Nase erreichte, war nicht unangenehm. Arthas fühlte sich, als hätte er einen Schlag in die Eingeweide bekommen. Ganz eindeutig lag in der feuchten Luft der merkwürdige, süßliche Geruch des mit verseuchtem Korn gebackenen Brotes. Beim Licht, nein, das Korn war bereits gemahlen, bereits gebacken, bereits. Das Blut wich aus Arthas Gesicht. Seine Augen weiteten sich, sein Blick war starr vor plötzlicher Erkenntnis. »Wir kommen zu spät. Wir sind verdammt nochmal schon wieder zu spät. Das Korn, diese Menschen.« Er versuchte es erneut. »Diese Menschen wurden alle infiziert.« »Arthas«, begann Jaina mit leiser Stimme. »Vielleicht wirken sie jetzt noch völlig gesund. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch in Untote verwandeln.« »Was?« brüllte Uta. »Junge, seid ihr verrückt geworden?« »Nein«, sagte Jaina. »Er hat recht. Sie haben das Korn bereits gegessen. Sie sind infiziert. Und wenn sie infiziert sind, sie werden sich verwandeln.« Wütend dachte sie nach. Es musste etwas geben, das sie tun konnten. Antonidas hatte einst gesagt, dass etwas, das magischen Ursprungs war, auch mit Magie bekämpft werden konnte. Wenn sie nur ein wenig Zeit zum Überlegen hätte. Zeit, um sich zu beruhigen, bis sie wieder logisch denken konnte. Vielleicht gab es eine Heilung. Die ganze Stadt muss gesäubert werden. Arthas Feststellung war simpel und brutal. Jaina blinzelte. Sicherlich hatte er es nicht so gemeint. »Wie könnt ihr auch nur daran denken?« brüllte Uta und ging zu seinem ehemaligen Schüler. »Es muss einen anderen Weg geben. Das ist keine verfaulte Apfelernte, sondern eine Stadt voller menschlicher Wesen.« »Verdammt, Uta, wir müssen es tun.« Arthas schob sein Gesicht bis auf wenige Zentimeter an das von Uta heran, und einen schrecklichen Moment lang war Jaina überzeugt, dass sie die Waffen gegeneinander ziehen würden. »Arthas, nein, das können wir nicht tun.« Die Worte kamen über ihre Lippen, bevor sie sie aufhalten konnte. Er wirbelte zu ihr herum. Seine meergrünen Augen waren verhangen vor Wut, Verletzung und Verzweiflung. Sie erkannte augenblicklich, dass er wirklich glaubte, dies wäre die einzige Möglichkeit. Der einzige Weg, unverseuchtes Leben zu retten, sei, die verseuchten Menschen zu opfern. Diejenigen, die nicht mehr gerettet werden konnten. Sein Gesicht glättete sich, als sie weiterlief und ihre Worte beenden konnte, bevor er sie unterbrach. »Hör mir zu. Wir wissen nicht, wie viele Menschen infiziert sind. Einige mögen bereits das Korn gegessen haben. Andere haben vielleicht noch keine tödliche Dosis abbekommen. Wir wissen bislang noch nicht einmal, wie hoch eine tödliche Dosis überhaupt ist. Wir wissen so wenig. Wir können sie nicht nur aus unserer eigenen Angst heraus wie Tiere abschlachten.« Das war das Falscheste, was sie sagen konnte. Und sie sah,
wie Arthurs Miene sich verschloss. Ich versuche, die Unschuldigen zu beschützen, Jaina. Das habe ich geschworen. Sie sind unschuldig. Sie sind Opfer. Sie haben nicht darum gebeten. Arthas, es sind Kinder da drin. Wir wissen nicht, ob es auch sie betrifft. Es ist noch viel zu unbekannt für so eine drastische Lösung. Was ist mit denen, die bereits infiziert sind? Fragte er in die plötzliche Stille hinein. Sie werden diese Kinder töten, Jaina. Sie werden versuchen, uns zu töten. Und dann von hier ausströmen und weiter töten. Sie werden sowieso sterben. Und wenn sie sich dann wieder erheben, tun sie Dinge, die sie zu Lebzeiten niemals getan oder je gewollt hätten. Was würdest du tun, Jaina? Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie blickte von Arthas zu Ufer, dann wieder zurück. Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es. Er hatte recht, und in ihrer Verzweiflung wusste sie es auch. Würdest du nicht auch lieber jetzt sterben, als durch die Seuche? Einen sauberen Tod sterben als denkender, lebender Mensch, statt als Untoter wiederbelebt zu werden, um jeden und alles anzugreifen, das du in deinem Leben geliebt hast? Ihr Gesicht legte sich in Falten. Das wäre meine persönliche Entscheidung. Ja. Doch wir können nicht für die anderen sprechen. Verstehst du das nicht? Er schüttelte den Kopf. Nein, das verstehe ich nicht. Wir müssen diese Stadt reinigen, bevor die Infizierten fliehen können und die Krankheit verbreiten. Bevor einer von ihnen sich verwandelt. Das tue ich aus Barmherzigkeit. Und es ist die einzige Lösung, um die Seuche genau hier aufzuhalten. Jetzt und für alle Zeiten. Und genau das werde ich tun. Tränen des Schmerzes brannten in Jainas Augen. Arthas, gib mir ein wenig Zeit. Nur ein Tag oder zwei. Ich kann mich zurück zu Antonidas teleportieren und wir können eine Krisensitzung einberufen. Vielleicht finden wir einen Weg um. Wir haben keinen Tag oder zwei. Die Worte platzen förmlich aus Arthas heraus. Jaina, die Seuche befällt die Menschen binnen weniger Stunden. Vielleicht innerhalb von Minuten. Ich habe es in Herdweiler gesehen. Wir haben keine Zeit für eine Beratung oder Diskussion. Wir müssen sofort handeln, oder es ist zu spät. Er wandte sich an Uta. Als euer künftiger König befehle ich euch, diese Stadt zu säubern. Noch seid ihr nicht mein König, Junge. Und ich würde diesen Befehl auch dann nicht ausführen, wenn ihr es wärt. Die Stille knisterte vor Spannung. Arthas, Geliebter, bester Freund, bitte, tu das nicht. Dann muss ich das als einen Akt des Hochverrats werten, Uta. Arthas Stimme war kalt. Wenn er ihr ins Gesicht geschlagen hätte, wäre Jaina nicht schockierter gewesen. Hochverrat, stieß Uta hervor. Seid ihr verrückt geworden, Arthas? Bin ich das? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Souveränität meiner Krone enthebe ich euch hiermit des Kommandos und entlasse eure Paladine aus dem Dienst. Arthas, schrie Jaina auf. Ihre Zunge war durch den Schock wieder frei. Du kannst nicht einfach. Er wirbelte wütend zu ihr herum und blaffte. Es ist vorbei. Sie blickte ihn an. Er wandte sich an die Männer, die stumm und vorsichtig den Ausgang des Gesprächs abgewartet hatten. Alle von euch, die den Willen haben, dieses Land zu retten, folgen mir. Der Rest von euch, geht mir aus den Augen. Jaina fühlte sich schlecht und benommen. Er wollte das wirklich durchziehen. Er würde nach Stratholme einmarschieren und jeden lebenden Mann, jede Frau und jedes Kind innerhalb der Mauern töten. Sie taumelte und hielt sich an den Zügeln ihres Pferdes fest. Das Tier senkte den Kopf und wieherte sie an, blies warmen Atem aus seinen sanften Nüstern über ihre Wangen. Sie neidete ihm seine Sorglosigkeit. Jaina fragte sich, ob Uta seinen früheren Schüler angreifen würde. Doch er war durch einen Eid an den Dienst für den Prinzen gebunden, selbst wenn er seines Kommandos enthoben wurde. Sie sah, wie die Sehnen an seinem Hals hervortraten, konnte beinahe hören,
wie er mit den Zähnen knirschte. Doch Uther griff seinen Lehnsherrn nicht an. Diese Treue ließ ihn aber nicht verstummen. »Ihr überschreitet eine schreckliche Grenze, Arthas«, sagte Uther. Arthas blickte ihn noch einen Augenblick länger an. Dann zuckte er mit den Achseln. Er wandte sich Jaina zu. Ihre Augen suchten seine. Und einen Augenblick lang, nur einen winzigen Augenblick, wirkte er wie er selbst. Ernst, jung, ein wenig verunsichert. Jaina. In dem einen Wort lag so viel mehr an Bedeutung. Es war sowohl Frage als auch Bitte. Als sie ihn ansah, erstarrt, wie ein hypnotisiertes Kaninchen vor der Schlange, streckte er die gepanzerte Hand nach ihr aus. Sie blickte ihn einen Augenblick lang an, dachte an all die Zeiten, in denen diese Hand sie warm gehalten, sie gestreichelt, sich auf die Verwundeten gelegt und vom heilenden Licht durchdrungen geleuchtet hatte. Sie konnte diese Hand nicht ergreifen. »Es tut mir leid, Arthas. Ich kann dabei nicht tatenlos zusehen.« Er trug kein Visier vor dem Gesicht, konnte seinen Schmerz nicht dahinter verbergen. Erschrecken und Unglaube ging von ihm aus. Sie konnte ihn nicht länger ansehen. Jaina schluckte und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie wandte sich von ihm ab und suchte Uther, der sie mit Mitgefühl und Anerkennung betrachtete. Er streckte seine Hand aus, um ihr beim Aufsitzen zu helfen, und sie war dankbar für seine Stärke. Jaina zitterte und klammerte sich an ihr Pferd, als Uther aufsaß, ihre Zügel fasste und sie beide von dem größten Schrecken wegführte, den sie je erlebt hatten. Jaina. Arthas Stimme folgte ihr. Sie schloss die Augen. Tränen liefen unter den geschlossenen Lidern hervor. »Es tut mir leid«, flüsterte sie wieder. »Es tut mir so leid.« »Jaina?« »Jaina!« Sie hatte ihm den Rücken gekehrt. Er konnte es nicht glauben. Einen langen Augenblick lang starrte er einfach nur vor sich hin, wie vom Donner gerührt, und sah zu, wie sie sich entfernte. Wie konnte sie ihn so stehen lassen? Sie kannte ihn. Sie kannte ihn besser als irgendjemand sonst auf der Welt. Besser, als er sich vielleicht selbst kannte. Sie hatte ihn immer verstanden. Im Geiste ging er zu der Nacht zurück, in der sie zueinander gefunden und im goldgelben Licht des Stromanfeuers gebadet hatten. Und später im kalten Blau des Mondlichts. Er hatte sie schützend an sich gepresst. Weise mich nicht zurück, Jaina. Weise mich nie zurück. Bitte. Das würde ich niemals tun. Niemals. Oh, das waren starke Worte gewesen. In einem starken Moment geflüstert. Doch nun, wo es wirklich darauf ankam, hatte sie genau das getan. Ihn zurückgewiesen und ihn verraten. Verdammt, sie hätte sogar eingestanden, dass sie sich lieber töten ließe, als von der Seuche befleckt zu werden. Sie hatte ihn allein gelassen. Wenn sie ihm in den Unterleib getreten hätte, hätte es nicht schlimmer schmerzen können. Der Gedanke entflammte kurz, hell und brennend heiß. Hatte sie recht? Nein. Nein, es konnte nicht sein. Denn wenn sie recht hatte, dann verwandelte er sich gerade in einen Massenmörder. Und er wusste genau, dass dem nicht so war. Er wusste es. Er schüttelte die Benommenheit ab, leckte sich die plötzlich trocken gewordenen Lippen und atmete tief ein. Einige der Männer waren mit Uther gegangen. Eine ganze Menge sogar. Zu viele, um ehrlich zu sein. Konnte er die Stadt mit den wenigen verbliebenen Soldaten nehmen? »Sire, wenn ich darf«, sagte Falrik. »Ich bin...« »Nun, ich würde lieber in 1000 Stücke zerhackt werden, als mich in einen Untoten zu verwandeln.« Es gab zustimmendes Gemurmel und Arthas Herz hob sich. Er umfasste seinen Hammer. »Es ist kein Vergnügen, was wir tun müssen, Männer«, sagte er. »Aber es ist notwendig.
Wir müssen die Seuche aufhalten. Hier und jetzt. Mit so wenigen Verlusten wie möglich. Die Menschen innerhalb der Stadtmauern sind bereits tot. Wir wissen das, auch wenn es ihnen selbst noch nicht klar ist. Und wir müssen sie schnell und sauber töten, bevor es die Seuche macht. Er blickte jeden von ihnen an. Diese Männer, die sich nicht ihrer Pflicht verweigert hatten. Sie müssen getötet werden. Ihre Häuser müssen zerstört werden, damit sie nicht denjenigen Schutz geben, für deren Rettung wir zu spät kommen. Die Männer nickten zustimmend und griffen nach ihren Waffen. Das ist kein großer und ruhmreicher Kampf. Es wird hässlich und schmerzvoll. Und ich bedauere diese Notwendigkeit von ganzem Herzen. Doch genauso gut weiß ich, dass wir es tun müssen. Er hob seinen Hammer. Für das Licht, rief er. Und als Antwort brüllten seine Männer und erhoben ihre Waffen. Er wandte sich dem Tor zu, atmete tief ein und ritt los. Alle, die so früh schon auf den Beinen waren, waren leicht zu töten. Sie waren der Feind, keine Menschen mehr, sondern abscheuliche Karikaturen dessen, was sie einst im Leben dargestellt hatten. Ihre Schädel zu zertrümmern oder ihnen die Köpfe abzuschlagen, war nicht schwerer als ein Kaninchen zu jagen. Die anderen, sie blickten zu den Männern auf, zu ihrem Prinzen. Zuerst waren sie verwirrt, dann verschreckt. Anfangs griffen die meisten nicht einmal zu den Waffen. Die Bürger kannten den Waffenrock, wussten, dass die Männer, die sie töteten, sie eigentlich beschützen sollten. Sie konnten einfach nicht fassen, warum sie sterben mussten. Schmerz berührte Arthurs Herz beim ersten Menschen, den er niedermetzelte. Es war ein Junge, kaum aus der Pubertät heraus, der ihn unverständig mit seinen braunen Augen ansah und noch sagte, »Milord, warum sind...« bevor Arthas vor Schmerz brüllte und dann die Brust des Jungen mit dem Hammer zermalmte. Beiläufig stellte er fest, dass seine Waffe nicht mehr vom Licht durchflutet leuchtete. Vielleicht betrauerte auch das Licht die ernste Notwendigkeit seiner Handlungen. Er schluchzte, als er das Gefühl mit äußerster Willenskraft zurückdrängte und sich der Mutter des Jungen zuwandte. Er hatte geglaubt, dass es leichter werden würde. Doch dem war nicht so. Es wurde sogar immer schlimmer. Arthas verbot sich, den Kampf auszuweichen. Die Männer sahen in ihm ein Vorbild. Wenn er zögerte, würden sie es auch tun. Und dann würde Malganes triumphieren. Er ließ den Helm aufgesetzt, damit niemand sein Gesicht sehen konnte. Und er selbst entzündete die Feuer, die Gebäude voller Menschen niederbrannten. Dabei gestattete er sich nicht, dass der schreckliche Anblick und die Schreie darin ihn in seinem Tun bremsten. Es wurde leichter, als einige Bürger von Stratholme sich zu wehren begannen. Dann setzte der Selbstverteidigungsinstinkt ein. Die Menschen hatten immer noch keine Chance gegen Berufssoldaten und einen ausgebildeten Paladin. Aber es entschärfte das schreckliche Gefühl von... Nun, Jaina hatte es, sie wie Vieh abschlachten genannt. »Ich habe auf dich gewartet, junger Prinz.« Die Stimme war tief und vibrierte in Arthas Geist, genauso wie in seinen Ohren. Sie war volltönend und... Es gab kein anderes Wort dafür. Böse. Ein wahrer Schreckenslord, wie Kel'Thuzad gesagt hatte. Ein dunkler Name für ein dunkles Wesen. Ich bin Malganes. Arthas spürte so etwas wie Freude. Er hatte recht gehabt. Malganes war hier. Er steckte hinter der Seuche. Und als Arthas Männer, die ebenso die Stimme vernahmen, sich umwandten und die Quelle suchten, flogen die Türen eines Hauses auf, in dem die Bürger sich versteckt hatten. Wandelnde Tote stürzten heraus. Ihre Körper waren von einem grünen, kranken Leuchten durchdrungen. Wie du sehen kannst, gehören deine Leute nun mir. Ich werde diese Stadt Haus für Haus verwandeln, bis die Flamme des Lebens ausgelöscht ist. Und zwar für immer. Malganes lachte. Das Geräusch war beunruhigend, tief, rau und düster.
Das werde ich nicht zulassen, Mal'Ganis, schrie Arthas. Sein Herz schwoll an. Er war von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt. Diese Männer sterben besser durch meine Hand, statt dir als Sklaven im Tod zu dienen. Mal'Ganis lachte erneut. Und dann war er so schnell verschwunden, wie er gekommen war. Und Arthas war damit beschäftigt, sein eigenes Leben gegen einen Pulk von Untoten zu verteidigen. Arthas konnte hinterher nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hatte, jede lebende und tote Person in der Stadt zu besiegen. Doch irgendwann war es vorbei. Er war erschöpft, zitterte und war angeekelt vom Geruch des Blutes, des Rauchs und dem kranken, süßlichen Gestank des vergifteten Brots, der in der Luft lag, auch wenn die Bäckerei selbst bereits verbrannt war. Blut und Eiter bedeckten seine einst strahlende Rüstung. Doch er war noch nicht fertig. Er wartete auf etwas, von dem er wusste, dass es noch kommen würde. Und einen Augenblick später erschien sein Gegner tatsächlich, landete auf dem Dach eines der wenigen intakten Gebäude. Arthas wankte. Die Kreatur war riesig, ihre Haut blaugrau wie Stein. Gebogene Hörner prangten auf ihrem kahlen Schädel und zwei mächtige Flügel, denen einer Fledermaus ähnlich, erhoben sich hinter ihr wie lebendige Schatten. Ihre Beine, die in einer mit Stacheln überzogenen Rüstung steckten, voller verstörender Bilder von Knochen und Schädeln, waren gekrümmt und endeten in Hufen. Und im Licht seiner leuchtend grünen Augen erkannte Arthas seine scharfen Zähne, die zu einem arroganten Lächeln verzogen waren. Arthas blickte zu der Kreatur auf und drohte in dem Schrecken zu versinken. Unglaube kämpfte mit den Tatsachen vor seinen Augen. Er hatte Sagen gehört, hatte in der Bibliothek zu Hause, wie auch in den Archiven von Dalaran Bilder, in alten Büchern gefunden. Doch solch ein monströses Ding, wie das vor dem schwarzroten Himmel, vor dem Feuer und Rauch. Ein Schreckenslord war ein Dämon, ein Wesen aus Mythen. Es konnte nicht echt sein, und doch war es da, stand in all seiner schrecklichen Herrlichkeit vor ihm. Schreckenslord. Die Angst drohte Arthas zu überwältigen, und er wusste, dass sie ihn, wenn er sie zuließ, vernichten würde. Er würde durch die Hand des Monsters sterben, ohne einen Kampf. Und mit der reinen Kraft seines Willens tauschte er den Schrecken gegen ein besseres Gefühl aus. Hass. Gerechten Zorn. Er dachte an diejenigen, die unter seinem Hammer gefallen waren. Die Lebenden und die Toten. Die gefräßigen Ghule und die verschreckten Frauen und Kinder, die nicht verstanden hatten, dass er ihre Seelen zu retten versuchte. Ihre Gesichter unterstützten ihn. Sie konnten nicht, würden nicht umsonst gestorben sein. Irgendwie fand Arthas den Mut, dem dämonischen Blick entgegenzutreten, und er umklammerte seinen Hammer. »Wir werden das gleich hier beenden, Mal'Ganis«, rief er. Seine Stimme war stark und fest. »Nur du und ich.« Der Schreckenslord warf den Kopf zurück und lachte. »Tapfere Worte«, polterte er. »Unglücklicherweise für dich wird es hier nicht enden.« Mal'Ganis lächelte. Seine schwarzen Lippen zogen sich zurück und entblößten seine scharfen, spitzen Zähne. »Eure Reise hat gerade erst begonnen, junger Prinz.« Er streckte einen Arm aus und wies auf Arthas Männer. Lange, scharfe Klauen glitzerten im Licht der Flammen, die immer noch brannten und die große Stadt verschlangen. »Sammle deine Kräfte und triff mich im arktischen Land Nordend. Dort wird sich deine wahre Bestimmung erfüllen.« »Meine wahre Bestimmung?« Arthas Stimme krächzte vor Wut und vor Verwirrung. »Was willst du?« Die Worte erstarben in seiner Kehle, als die Luft um Mal'Ganis in einer vertrauten Art zu schimmern begann. »Nein!« brüllte Arthas. Er sprang vor, blind, rücksichtslos und hätte den Schreckenslord binnen eines Herzschlags erschlagen, wäre nicht der Teleportzauber bereits beendet gewesen.
Arthas schrie und schlug mit seinem schwach leuchtenden Hammer ins Leere. Ich verfolge dich bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Hörst du mich, Mal'Ganis? Bis ans Ende der Welt. Wütend und schreiend drosch er mit dem Hammer wild gegen einen imaginären Feind, bis ihn die pure Erschöpfung zwang, die Waffe zu senken. Er stützte sich darauf. Arthas schwitzte und wurde von einem frustrierten, zornigen Schluchzen geschüttelt. Bis ans Ende der Welt.